Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute soll es mal wieder um das Thema Hautpflege gehen, denn ich war bei DM und wollte eigentlich nur einen Fleckenteufel für meine versaute Hose holen. Aber wie das so ist, man bummelt dann da so durch und da habe ich etwas Neues entdeckt und habe das Ganze auch schon ausprobiert. Wie ihr sehen könnt, ich bin völlig abgeschminkt, nur eingecremt mit den Sachen, die ich jetzt hier gekauft habe. Und was das genau ist, das möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Also bleibt dran! Die Serie, die ich gekauft habe, nennt sich Detox. Vielleicht sagt euch das was. Ich habe nämlich ein bisschen recherchiert und habe festgestellt, dass es diese Pflegeserie wohl schon lange bei Douglas geben soll. Aber da ich bei Douglas meistens nur unter dekorativer Kosmetik gucke und nicht so über die ganzen Pflegemittel, die es da zu kaufen gibt, bin ich leider darüber noch nicht gestolpert. Aber ich habe sie jetzt entdeckt und ich habe mir 3 Produkte davon gekauft und auch ausprobiert. Und wie ich das gemacht habe, was das alles ist, das zeige ich euch jetzt im Einzelnen. Also die Firma Detox. Ich habe jetzt erstmal hier so einen Flyer mitgenommen. Alle Produkte, die es angeblich bei DM geben wird oder gibt, sind hier drauf enthalten. Da ist auch drauf erklärt, was es genau ist, wofür es ist. Also das Besondere daran ist, dass es wohl eine Naturkosmetiklinie ist. Und soweit ich das hier lesen konnte, vegan, tierversuchsfrei, ohne Silikone, Parabene, künstliche Farbstoffe und es steht Bio-Detox da drauf. Also hier sind solche Erklärungen und das steht auch nochmal auf der Verpackung. Ich habe da natürlich direkt im DM unter Codecheck nachgeguckt und muss sagen, ich war sehr überrascht, dass die Kreise fast alle von den Produkten, die ich mir ausgesucht habe, grün waren, bis auf so einen ganz kleinen Strich an der Seite in Rot. Aber wie gesagt, das müsst ihr selber entscheiden, ob ihr das haben möchtet. Ich will da auch gar nicht näher jetzt drauf eingehen, sondern auf die 3 Sachen, die ich mir gekauft habe. Und zwar als allererstes, weil es bei mir ja beim Abschminken und so immer schnell gehen muss abends und ich da gar nicht so viel Gedöne machen will, habe ich mir einen Cleansing Foam gekauft. Das ist ein zarter Gesichtsschaum. Da steht auch wieder drauf Bio-Detox, Meat Foam Oil, Almond Oil. Also er sieht zumindest so aus. Hinten drauf steht auch nochmal beschrieben, was alles nicht drin ist. Also ne, vegan, tierversuchsfrei, clean beauty, silikonfrei, allergenfrei, parfümfrei und eben wieder dieses Bio-Detox. Und hier in der Broschüre steht genau beschrieben, was sie kann. Und das lese ich euch jetzt mal kurz vor, weil das konnte ich mir jetzt alles nicht so merken. Also, es ist ein zarter Gesichtsschaum, 150 Milliliter. Kann dazu auch nochmal eben sagen, weil ich habe hier noch meinen Kassenzettel, was es gekostet hat. Ich habe es mir nämlich selber gekauft. Und zwar kostet dieser Reinigungsschaum 7,95 Euro. Finde ich jetzt für ja so ein angebliches Bioprodukt, Naturkosmetikprodukt überhaupt nicht teuer. Da ist meiner von La Roche-Posay, der tolle Rien-Schaum, teurer. Der kostet irgendwie so um die 14 Euro, ist auch egal. Und zwar reinigt er extrem tiefgehend und befreit die Haut schon von hartnäckigem Schmutz und Talg, wirkt beruhigend bei trockener, sensibler oder gereizter Haut und 100% der Testpersonen bestätigen, dass sich die Haut glatt anfühlt und die Elastizität der Haut verbessern wird. Also war ich gespannt, habe ich es mitgenommen. Die Verpackung ist so eine Kunststofftube, die fühlt sich aber anders an vom Kunststoff her wie andere. Also die sagen ja auch, dass sie so nachhaltig sind und so. Ich konnte leider nicht feststellen, aus was für ein Produkt das ist, aber naja, ist wieder Kunststoff. Vielleicht ist der recycelbar, ich weiß es nicht. Das zweite Produkt, was ich mir mitgenommen habe, ist ein Enzympeeling. Ich habe schon mal so ein Fruchtsäurepeeling von Balea gemacht, das ist aber schon ewig her und war davon auch begeistert, aber ich habe noch nie so ein Enzympeeling benutzt, weil ich da auch immer ein bisschen vorsichtig bin, was das betrifft, weil das ja doch schon sehr die Haut reizen kann, wenn man das nicht gewohnt ist. Aber ich habe gedacht, ich nehme das jetzt mal mit und dazu erklärt steht, dass es ein hautklärendes Enzympeeling ist, 35 Gramm, da gucke ich auch mal eben auf den Preis, kostet 9,95 Euro. Angeblich kann man es 17 Mal verwenden, das steht auch hier hinten drauf. Und was kann es denn? Ich gucke mal eben. Enzympeeling. Enzyme aus Ananas und Papaya lösen abgestorbene Hautschüppchen und überschüssigen Talg
besonders schonend und effektiv. Die Aufnahmefähigkeit der Haut wird erhöht, Resultat feines, ebenmäßiges Hautbild sowie ein glattes Hautgefühl, auch für sensible und trockene Haut geeignet. Hab ich ja. Also habe ich es gedacht, nehme ich es mal mit und probiere das mal aus. Ich konnte erst nicht genau finden, wie das so funktioniert. Ich dachte, Puder, ja, was macht man denn damit? Aber hier hinten drauf, ganz klein geschrieben, muss ich ja eine Lesebrille nehmen, steht dann, wie es angewendet wird, aber das erzähle ich euch gleich. So, und wenn man ein Peeling gemacht hat, dann muss man natürlich hinterher auch seine Haut pflegen. Und deswegen habe ich noch die Cell Repair, zellregenerierende Gesichtscreme mit Hyaluron mitgenommen. Es gibt noch andere Produkte davon, teilweise waren die aber schon nicht mehr da. Und die Creme ist eine zellregenerierende Gesichtscreme, ich glaube, ich habe es schon gesagt. Anti-Age-Gesichtspflege stimuliert die Zellerneuerung, pflegt die Haut intensiv, Falten werden gemildert, versorgt die Haut mit intensiver Feuchtigkeit und polstert die Haut effektiv von innen aus. Ich hätte auch gerne noch dieses Hydrating Age Serum gehabt mit Hyaluron. Vitamin C, habe ich mich jetzt noch nicht so dran getraut, weil ich ja dieses Hagebuttenöl die ganze Zeit benutze. Aber vielleicht mache ich das dann auch irgendwann mal. Und dann gibt es noch so ein Bio-Facelift Serum für sofortige Falten und Mimikglättung. Aber naja, wir schauen mal, was da vielleicht noch dazu kommt. Also, was habe ich mit diesen drei Produkten getan? Ich habe natürlich mich erstmal abgeschminkt. Ich blende euch immer zwischendurch die Bilder ein. Ich habe es nämlich mitgefilmt, damit ihr das auch sehen könnt. Also, ich habe als allererstes erstmal mein Augen-Make-up abgenommen mit diesem Nivea Micellen Augenreiniger, der neu ist. Der ist so ähnlich wie der, den ich mal in London gekauft habe. Der war in Gelform und das ist jetzt eine flüssige Form, aber die Verpackung sieht gleich aus. Aber ich habe sie bisher nur einmal gefunden und im Moment, ich weiß nicht, ob die das ausprobiert. Ist auch egal, darum geht es ja gar nicht. Sondern dieser Cleansing-Form. Also, Augen habe ich abgeschminkt und dann habe ich mir hier von diesem Reinigungsschaum oder Gesichtsschaum, also hier drin ist so ein, ja, eine Creme, habe ich mir auf die Hand gegeben. Natürlich vorher mein Gesicht angefeuchtet, ist ja klar. Und habe das dann im Gesicht verteilt und das einfach so eingearbeitet, wie ich das sonst auch immer mache, nämlich einfach schrubbel, schrubbel, schrubbel. So, da habe ich aber schon gemerkt, oh, wow, 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 das darf nicht in die Augen gelangen. Ja, ich habe dann, weil ich natürlich das nicht unter fließend Wasser zeigen konnte, meinen Make-up-Radierer genommen und habe diesen Gesichtsschaum abgenommen. Der hat das alle Make-up-Reste runtergenommen, aber es brannte in den Augen. Ich habe dann nochmal kurz ausgemacht und habe mein Gesicht dann nochmal mit klar Wasser unterm Wasserhahn dann gewaschen, aber ich muss sagen, das hat mir nicht so gut gefallen, dass die Augen davon brennen. Ich weiß nicht, habt ihr dieses Produkt? Dann schreibt es mir doch bitte unten in die Kommentare, ob ihr auch diese Erfahrung gemacht habt. Und falls euch das Produkt interessiert und ihr es ausprobieren möchtet, kann ich euch aber nur raten, dann vielleicht großzügig die Augenpartie auszusparen, weil das war nicht schön und das hat dann auch für mich mit Naturkosmetik nichts zu tun, weil das für mich so den Eindruck von Seife im Auge macht. Und vielleicht kennt ihr das Gefühl noch von früher. Das war nämlich nicht toll. Aber ich muss dazu sagen, es hat mein Gesicht super abgereinigt. Meine Haut hat hinterher, als ich es ausprobiert habe, richtig gequietscht und habe dann auch nochmal näher in den Spiegel geguckt. Also alles Make-up war ab. So, mehr kann ich dazu nicht sagen. Nachdem ich das Gesicht dann abgetrocknet hatte, habe ich ein paar Minuten gewartet und habe dann so gefühlt, wie fühlt sich das Gesicht nach dem Abreinigen an. Manche Reiniger machen ja dann so ein Spannungsgefühl im Gesicht oder man fühlt sich dann nicht so wohl. Das hat aber dieser Reinigungsschaum nicht gemacht, sondern ich hatte ein gutes, abgereinigtes, auch ein relativ frisches Gefühl im Gesicht. Ich weiß nicht, wie ich das so rüberbringen kann. Aber so im ersten Moment fand ich es gut, bis auf die Brennerei in den Augen. Also das muss ich dann nochmal ausprobieren. Nachdem ich dann das Ganze fertig gemacht hatte, habe ich gedacht, dann mache ich auch direkt dieses Enzympeeling. Das muss man nämlich anmischen. Und zwar kann ich euch die Verpackung zeigen. Das ist hier so eine leider auch wieder Kunststoffverpackung. Ich hoffe, die ist aus recyceltem Material oder man kann sie recyceln. Und in diesem Fläschchen befindet sich ein Puder. Und davon muss man dann eine so eine Kappe, das werdet ihr jetzt gleich sehen, voll machen mit diesem Puder. Es ist ein sehr, sehr feines Puder. Ich kann das, glaube ich, hier gar nicht so
zeigen. Ich hoffe vielleicht doch. Vielleicht auch noch hier an der. Und da muss man eine Kappe von voll machen. Man hat das Gefühl, das Zeug wiegt nichts. Ich habe das dann in so ein kleines Schälchen getan und habe dann einen Teelöffel Wasser dazugegeben. Gut, ein Teelöffel ist immer relativ. Es gibt kleinere, es gibt größere. Jedenfalls habe ich das dann angerührt, wie in der Beschreibung auch gesagt. Und das wurde so eine milchige, flüssige Paste. Und man merkte auch sofort, dass das so krisselig war, sich so sandig anfühlte. Und das war dann relativ flüssig. Ich habe das dann auf meine Hände gegeben und im Gesicht eben dann verteilt. Und dann darf man das höchstens 1 bis 2 Minuten auf der Haut lassen. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich nochmal gefühlt nach den 2 Minuten und habe so ein bisschen über die Haut gerubbelt, wie ihr ja dann sehen könnt. Und da war diese Paste schon etwas fester. Also man konnte dann auch so richtig, wie so ein Peeling hat sich das dann auch angefühlt. Und das habe ich natürlich auch wieder mit meinem Make-up-Radierer runtergenommen. Und voilà, nach dem Abtrocknen, muss ich sagen, war meine Haut babyzart. Die hat sich richtig weich wie ein Pfirsich angefühlt. Und auch ein bisschen gequietscht, aber es hat weder gezogen noch sonst irgendwas. Was ich bei der Anwendung gemerkt habe, war, dass die Haut so leicht angefangen hat zu arbeiten, so zu bitzeln. Aber ich glaube, das ist bei Fruchtsäure normal, dass man merkt, dass das so, ja, so einfach arbeitet im Gesicht. Das war aber nicht unangenehm, das konnte man gut aushalten. Trotzdem sage ich dazu, also wer wirklich eine ganz, ganz empfindliche Haut hat, sollte dieses Enzympeeling vielleicht erstmal an irgendeiner anderen Stelle ausprobieren, inwieweit die Haut sich rötet, weil nach dieser Anwendung war mein Gesicht schon rot, aber das kann bei manchen auch ganz, ganz extrem werden. Deswegen muss jeder selber wissen, wie er damit umzugehen hat. Ich kann nur diesen Warnhinweis sagen, weil es kann auch wirklich ein schlimmes Ende mit diesen Fruchtsäure-Peelings geben. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal eine Anwendung irgendwo gesehen habt. Wenn das ein Profi macht, danach hat man so eine richtig rote, abgeschälte Haut. Aber das ist nur eine ganz leichte Form davon. Also wer nicht so viel Probleme hat mit seiner Haut, kann das ausprobieren. Bei mir hat das jetzt nicht so viel gemacht, obwohl ich ja eine trockene Haut habe. Aber das Ergebnis hat mich einfach überzeugt. Und ich glaube, ich werde das so einmal im Monat oder zweimal im Monat mal anwenden und gucken, ob es auch wirklich 17 Mal hält. Das zum Thema Enzympeeling. Ja, nachdem ich mein Gesicht dann abgetrocknet habe, habe ich natürlich diese tolle Creme ausprobiert. Die kann ich euch jetzt auch zeigen. Die ist nämlich hier wie in so einem kleinen Apothekerglas. Und das ist auch Glas. Und da drin befindet sich diese Creme. Zu der Verpackung muss ich sagen, an sich die Idee mit dem Glas finde ich ganz toll. Aber das Problem ist, man muss da mit einem Spatel reingehen. Weil wenn man da so mit dem Finger reintaucht, ist das nicht so ganz hygienisch. Also wer da vielleicht einen kleinen Spatel hat oder so, bitte den nehmen, weil sonst müsste man ganz tief mit dem Finger da rein. Und das ist so eine Konsistenz, ich nehme mal ein bisschen raus, ich zeige es euch aber auch gleich schon. Also das ist so eine richtige kleine Salbenkonsistenz und sie riecht auch so ein bisschen frisch medizinisch. Ich weiß nicht, wie ich das anders so sagen soll, aber die zieht auch total schnell ein. Ich habe sie dann auf mein Gesicht aufgetragen, wie ihr sehen könnt. Und danach war das Gefühl auf meiner Haut so, als hätte man mir so eine Maske so abgezogen. Und die ganze Haut, die fühlt sich einfach nur frisch gereinigt. Also jetzt nicht frisch in dem Sinne, sondern eher wie neu an. Frisch ist der falsche Ausdruck, bitte entschuldigt. Und ich hatte auch so eine richtig leichte Rötung, die ist allerdings jetzt schon verschwunden. Ich gucke nochmal in meinen Spiegel, aber ja, jetzt so nach einer Weile ist die Rötung wieder verschwunden, aber mein Gesicht fühlt sich immer noch, auch jetzt nach so 2 Stunden der Anwendung, richtig gut an. Muss ich sagen, hat mir gut gefallen. Und ja, die werde ich jetzt einfach mal eine Weile ausprobieren, die Creme, und gucken, wie die sich so in der nächsten Zeit verhält. Hier hinten steht auch noch auf der Broschüre, dass die Produkte in Deutschland produziert werden, dass sie eben frei von Silikon, Parabenen, künstlichen Farbstoffen, dank allergenfreier Parfümöle ist Detox besonders hautverträglich und somit auch für empfindliche Haut bestens geeignet. 97% der Testpersonen bestätigen ein strahlendes, jünger aussehendes Hautbild. Da bin ich ja mal gespannt. 28 Tage. Ah nee, darunter steht es nochmal im Kleingedruckten. Moment.
Also, Detox Beauty Routine besteht aus Cleansing Form, Hydrating Age Serum und Daily Hydration. 4 Wochen an 33% getestet. Also ein paar andere Produkte noch dabei. Egal. Holt euch hier diese Broschüre. Ihr könnt dann lesen, was da alles drin steht. Ich will da jetzt gar nicht so dolle drauf eingehen. Das wisst ihr ja. Ein bisschen was muss ich natürlich erklären. Und wie gesagt, ich habe die Produkte selber gekauft. Von 2 Produkten bin ich wirklich im ersten Moment begeistert, und zwar das Enzympeeling und diese Cell Repair Gesichtscreme. Ah, die hat übrigens, habe ich das gesagt, gekostet die Tagescreme 14,95 und da sind 50 Milliliter drin in diesem Gläschen. Entschuldigung, ich glaube, das hatte ich vergessen zu sagen. Was mir nicht gefallen hat, wobei das ist auch wieder so, der Reinigungseffekt hier von diesem Cleansing Form, der hat mir gefallen, aber nicht, dass es in den Augen gebrannt hat. Ja, wie gesagt, wenn ihr Erfahrung habt mit dieser Pflegeserie, die es ja auch wohl schon länger bei Douglas gibt, schreibt es mir doch bitte unten in die Kommentare. Ihr wisst, ich und alle anderen Mädels, die hier zuschauen und vielleicht auch Jungs, sind immer daran interessiert, was ihr schreibt, und ihr tauscht euch auch miteinander aus, genauso wie ich mich mit euch austausche, und das finde ich einfach mega. Das ist so schön zu sehen, dass ihr auch untereinander so interagiert und euch Tipps gebt und sagt, wie es so ist. Also ich finde es mega. Ich wollte mich auch noch mal kurz dafür bedanken. Aber eine kleine Geschichte habe ich noch. Und zwar ist mir mein allererstes Päckchen zugeschickt worden zum Testen. Und zwar von der Firma Vitalis. Sagt euch das was? Da gibt es ein Soforthilfe Anti-Age-Back Produkt, was ganz, ganz, ganz bekannt ist. Das habe ich allerdings nicht genommen, weil ich nicht so tiefe Falten habe, die ich sofort weghaben will für 24 Stunden oder zumindest so lange, wie ich mich nicht abschminke. Und ich habe mir 2 Produkte von der Firma ausgesucht. Und zwar ist das einmal eine Perfektor Anti-Age Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 15. Die sieht so aus. Ich halte sie euch mal rein. Schöne Verpackung, ne? Und auch von der Firma Vitalis ein Perfektor Illuminating Eye Serum. Das probiere ich jetzt schon so circa eine Woche, diese beiden Produkte. Aber dazu wird es dann in einem anderen Video ein Fazit darüber geben. Trotzdem danke ich der Firma, dass sie mir diese beiden Produkte zur Verfügung gestellt hat. Ich werde natürlich meine ehrliche Meinung dazu sagen, und die fällt nicht immer so aus, wie man sich das vielleicht vorstellt, aber ich warte es jetzt erstmal ab. Ich will da gar nicht so vorgreifen. Ich bin ja noch in der Probierphase. Ich wollte nur sagen, dass ich diese beiden Produkte kostenlos zur Verfügung gestellt habe, und ich kriege aber auch kein Geld dafür, dass ich dann darüber rede. Also, ich rede mich wieder um Kopf und Kragen, Mädels, ich merke das schon. Aber darum ging es jetzt gar nicht. Ich wollte euch nur kurz zeigen, dass das in meinem Backup so ist und ich das dann schon teste. Sondern es geht um diese Detox-Serie, die ich bei DM gefunden habe. Und wollte euch die zeigen und zusammen mit euch ausprobieren. Ihr habt das ja jetzt gerade gesehen. Ich finde es im ersten Moment ganz gut, bis auf den Gesichtsschaum. Ich werde es aber weiterhin ausprobieren. Vielleicht die Augen dann irgendwie ein bisschen aussparen oder ja, eben nicht so schrubbeln, wie ich das sonst so mache. Ich werde da schon irgendwie einen Weg finden. Und ich habe noch ein kleines Zauberpäckchen für euch, nur so, um es euch schmackhaft zu machen. Und zwar ist es jetzt zwar hier so ein Paket, aber es ist prall gefüllt mit Dingen, die ich mir jetzt auch in der letzten Zeit zugelegt habe und die ich euch natürlich auch gerne im Einzelnen vorstellen möchte dann. Ich habe sie nur jetzt alle hier zusammen in diese Kiste getan. Es sind ein paar Produkte dabei, die ich bei Zalando bestellt habe. Ich habe noch nie bei Zalando Make-up-Produkte bestellt. Also da seid gespannt. Ich habe bei Douglas natürlich ein paar Sachen bestellt. Und ich habe aber auch noch 1-2 Sachen von DM mitgenommen. Aber was das sein wird, lasst euch überraschen. Das wird es in einem meiner weiteren Videos gehen. Also ich hoffe, ich konnte euch diese Serie schmackhaft machen. Wie gesagt, wenn ihr sie schon kennt, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare. Vergesst natürlich auch nicht, da unten den Abonnenten-Button zu drücken und vielleicht auch das Glöckchen, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Bleibt mir gesund und bis bald. Eure Nicole. Tschüss.